Oh ja, liebe Leute, und herzlich willkommen zur letzten Aufnahmesession, wo wir drauf und dran sind, das Ende zu erfahren. Wir waren gerade auf dem Rückweg. Keine Ahnung, wo genau wir hin müssen. Aber ich habe nun zwei Theorien. Die eine ist, alles einzusammeln, was ich nicht mehr so wirklich denke, um es mal so zu sagen. Die andere ist, wir haben ja letztes Mal ein was heißt ein Upgrade bekommen? Die Windbox. Und mit der Wind, ich wusste, dass da irgendwo dieses Zeichen der Windbox war. Und das suchen wir jetzt, weil es war hier irgendwo bei Stadt K. Ja gut, ne? Kann man ja mal machen. Warum denn nicht? Letztes musste die Frage, wo waren das? War das hier irgendwo bei Stadt Karst oder wo war das? Oh Gott, ich dachte, ich wäre unten. Ich denke aber, wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es ja sehen. Alter, du verarscht mich! Wo waren das hier? Ich wusste, ja, das war hier irgendwo bei Stadt Karst. Ich glaube, das ist sogar genau hier gleich. Au. Ich glaube, das ist hier in der Nähe. Ich kann mich gerade erinnern. Das war dort so ein Türmchen, ne? Doch, doch, doch. Das muss ein Türmchen gewesen sein. Ein Türmchen gibt ein Bürmchen. Oh, hier haben wir zumindest ein Geheimnis. Wo ist hier das Geheimnis? Oh, ich glaube, ich habe es hier eh nicht gefunden. Ich erinnere mich, dass ich es nicht gefunden habe. Nee, ich glaube, ich finde es hier nicht. Ah, komm, wir suchen jetzt eigentlich nur nach dem Geheimnis. Ist eigentlich am logischsten. Das war hier irgendwo. Ich glaube, hier rechts war es sogar. Ja, hier muss es gewesen sein, oder? Ja, da ist das Türmchen. Das ist das Türmchen. Ne? Genau. Was? Hä? Gott, hoffentlich haben wir das. Nicht so, dass jetzt irgendwas falsch war und jetzt irgendwie das nicht da ist. Versiegelter Wind. Ah, okay. Puh. Oh. Schwarzes Päckchen, nee. Haben wir hier irgendwas? Nee. Da geht's ja noch weiter runter. Waren wir dann noch nicht unten? Warum das? Das Ahornblatt in Hibiskustee-Bahn. Frisches Frühlingsblatt erhalten. Ach, das bekam dadurch ein Upgrade. Oh. Guck ich das an, das ist jetzt grün. Könnte das die Lösung sein? Dass er einfach nur ein besseres Dings gebraucht haben? Eigentlich fast schon ja, weil man muss halt wirklich nochmal zurückerkunden. Und das andere bringt dir ja nur Muni. Die Elf, die, diese Käfer. Die mögen vielleicht cool sein. Aber das war's dann auch schon. Wir gehen einfach zurück, würde ich sagen. So. Okay. Ich will jetzt zurück. Ich denke,
Das war der Fehler, den wir beim letzten Mal gegangen sind. Oh Gott. Ich denke nämlich, wir haben es verkackt, hier zu gehen, um das einzusammeln, wie noch nie. La la la. La la la. Wow. So, das heißt noch zurück. Ich denke, das war's eigentlich auch. Wir müssen ein Upgrade machen. Das sieht sehr danach aus. Das scheint jetzt in Hibiskus-Tee gebadet zu sein und damit geheiligt worden zu sein. Also. So. Wenn dann gleich so. So, lieber einmal speichern. Nicht so, dass ich den gesamten Weg nochmal gehen muss. Ich merke es erst jetzt. Okay, wir können da einfach rechts entlang. Na schade. Kam da nicht durch. Dum, da, dum, 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 da, 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 da. Vor allen Dingen sollte es sowieso einfach genug sein, weil wir müssen ja so herumgehen, ne? Wir dürfen ja nicht anders. So. So. Für was anderes scheint es ja sonst ist denn gar nicht zu sein. Ja. Nee, das muss dafür sein. Dann müsste das jetzt das Ende sein, denke ich. Es ergibt uns alles keinen Sinn, weil sonst, wie schon gesagt, das bringt nur Munikäfer. Vor allen Dingen sollten wir den Endboss eigentlich hinbekommen. Oh Gott, ey. Oh, jetzt sag mir nicht, wo ist. Oh Gott! Da, 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 warum hab ich nicht gespeichert, Mann? Ich dumm Dödel. Ich dumm Dödel. Ich dumm Dödel. Ich dumm Dödel. Ich bin so ein dumm Dödel. So, wenigstens da speichern wir mal. Ich meine, es hätte ja nicht mal wehgetan. Hat uns nur Zeit gespart. Aber das tut uns zumindest weh. Danke sehr. So. Danke sehr. Ich will eigentlich nur hier durch. Wirklich nur gucken, ob es das ist. Aber seht ihr währenddessen immer noch den Weg, wie man ihn vielleicht schneller machen kann. Eigentlich ist das, glaube ich, auch wichtig, weil wenn es jetzt das Ende sein wird, dann ist das alles wenigstens am Stück, weil so, ein bisschen hochheilen. Danke sehr. Dann müssen wir hier hochkommen. Oh Gott, zum Glück habe ich mich diesmal gerettet. Au, stimmt ja, die kann sich auch im letzten Moment umdrehen. Die böse, böse Hexe. Einmal bitte hoch. Danke sehr. Ach, da ist die Stelle. Da
kommen die einem so bekannt vor? So. Jetzt sollten wir es hinkriegen. Oh, meine Güte, meine Güte. Ich bin echt gespannt, wie jetzt das Ende sein wird. Ob ich damit richtig liege, ob ich damit falsch liegen werde. Also das wäre auch auf jeden Fall sehr beinahe sehr arg falsch gewesen. Es geht einfach so herum. Ich hoffe, dass der richtige Weg ist. Oh, ich muss mal kurz... Ich wette... Ach nee, das ist, glaube ich, schon der richtig schnelle Weg. Nee, den anderen hätten wir, glaube ich, gar nicht nehmen können. Ach, du. Du Arme. Die einzige rote Hexe... Vor allen Dingen die Kombo, die ich durchgehend hier mache, ey. Und da sind wir schon hier. Ah ja, wir sollten uns erstmal lieber... So. Oh Gott. Und danke sehr. So. Vor allen Dingen habe ich so schnell beim Endboss analysiert, dass einfach Pfeile A und O sind. Stellt euch vor, ich hätte noch vergiftete Pfeile. Ach du Scheiße. Das wäre ja noch OP-iger gewesen. Hätte die gar keine Chance mehr gehabt. Ach du Heilige. Ich bemerke es erst jetzt. Ich hatte so schon eine verdammt gute OP-Strategie. Jetzt will ich gar nicht erst wissen, wie das gewesen wäre. Mit Vergiftung, ey. Das wäre ja Ultra-Easy-Mode gewesen. Weil die ist viel zu einfach für einen Boss. Vielleicht sollte ich davor wenigstens doch das Richtige nehmen. Nämlich passiv... Nee, nämlich... Wo haben wir dich? Passivflucher. Wir wollen bitte einmal voll fest... Ja, Fortschritt gesichert sieht auch anders aus. Hallöchen. Königin. Wir sind zurück. Mit einem verbesserten... Oh nee, wie kann man... Ganz ruhig. Gestern konnte ich es noch. Ja, ich habe es gestern aufgenommen. Hä? Oh Gott. Oh, bitteschön, gibst du mir den Schaden? Oh nee, wie kann man so daneben? Ich werde mich nicht von der Königin besiegen lassen. Nicht, wenn ich mich schon wenn ich schon einmal so OP ich es geschafft habe, dann werde ich es auch ein zweites Mal schaffen. Learn to play, Königin. Ich habe da nämlich sowas wie einen Gamer-Stolz. Ja. Und dann habe ich... Danke, Mikrofon. So. Danke sehr. So. Einmal aufladen, das kennen wir ja auch schon zugute. Am besten immer auf Nummer sicher gehen, gar nichts dabei machen.
Vor allen Dingen, guckt euch an, wie einfach sie eigentlich ist. Das ist schon fast furchtbar. Ja, wahrscheinlich, wenn man da dran gehen würde, dann würde man voll den Schaden kriegen, aber... Wow, die... Okay, das zählt also... Kann man also nicht machen. Okay. Vor allen Dingen, das Ausweichen ist auch kein Problem. Das Ausweichen auch nicht. Was ist bei ihr eigentlich ein Problem? Selbst das nicht. Am Ende irgendwie alles kein Problem bei ihr, muss man echt sagen. Ich benutze wahrscheinlich noch nicht mal vollständig meine anderen Dinger. Könntest du mir bitte mal eine Challenge geben? Hallo, die anderen Bosse waren viel, viel stärker als du. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Es ist ja noch nicht mal ein schweres Bosssystem. Oder? Komm, noch eine Phase. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Oh. Okay. Ah. Ja, das ist ja auch mein Bossfight. Gott im Himmel. Ich wollte schon sagen, dass es viel zu einfach ist. Habe ich mich fast halber verarschen lassen. Aber gut, alles kein Problem. Oh nein! Ganz ruhig bleiben. Kein Grund zur Panik. Im Moment macht der Restfluch immer dasselbe. Oh Gott. Das müssen wir jetzt nutzen. Oh, ich bin so ganz ruhig bleiben. Es gibt keinen Grund zur Panik. Du hast viel Leben. Du musst nur noch das hier beenden. Oh Gott. Oh Gott im Himmel. Das war knapper, als mir lieb war. Aber ich glaube, wir haben den Fluch besiegt. Und die Königin. Sie hat den Fluch in sich versiegelt. Als der Fluch des Ostens das Dorf von Lun erreicht, wurde eine Priesterin auf eine heilige Mission geschickt, um ihn zu versiegeln. Die Priesterin triumphierte über die Dunkelheit und stoppte die Verbreitung des Fluchs, indem sie sich in sich aufnahm. Der Körper löste sich an diesem Tag jedoch in Luft auf. Heutzutage bleibt lediglich eine verblasste Erinnerung.
die als Tradition über Generationen weitererzählt wird. Doch selbst so lebt ihr Wille der Entschlossenheit weiter und leitet jüngere Priesterinnen in Richtung Frieden. Oh Mann, trauriges Ende, aber sie hat das erreicht, was sie erreichen wollte. Sie wollte versiegeln um jeden Preis. Am Ende muss man doch sagen, also mit dem Ende bin ich eher zufriedener, weil es wirklich ein Ende ist, welches Sinn ergibt. Auch wenn es so blöd ist, wie es blöd ist, dass sie wohl wahrscheinlich gestorben ist oder wahrscheinlich einfach so in die Geisterwelt gekommen ist, also in dem Sinne ins Jenseits, also verstorben ist, muss man dennoch sagen, es ist ein rühmliches Ende, weil wenigstens die Ultra-Gefahr gebannt worden ist. Aber gut, jeder hat seine Mission und sein Bestreben, was er tun muss auf der Welt. Und das hat sie getan. Und das ist das, was am Ende zählt. Man muss wirklich sagen, ich bin verdammt zufrieden, dieses Spiel damals gesehen zu haben im Humble Bundle. Und jetzt gezockt zu haben. Das ist der vierte Teil von Momodora natürlich. Der erste Teil, der auch auf, glaube ich, nur Deutsch, auch Deutsch erschienen ist. Und ich muss sagen, verdammt nochmal, war das geil. Alles. Die Erfahrungen. Das gesamte Spiel. Die Atmosphäre. Die Musik. Hört euch das an. Die sagt genau das aus, wie man sich fühlt eigentlich. Genau nach dem, was jetzt hier ist. Ist so ein, ja, Ende. Hier haben wir sogar Patreon-Unterstützer auch noch hier mit drin. Sehr viele Patreon-Unterstützer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich da vielleicht auch etwas gemacht. Davor. Ah gut, das war 2016. Ne? Ist schon ein bisschen her. Aber richtig krass. Ist ein Spiel, welches mir extrem gefällt. Ich will fast schon weinen. Auch wegen dem Ende. Das Ende ist irgendwo gleichzeitig schön, weil endlich das Reich wieder richtig ist und andererseits traurig, weil natürlich Karo ja, erledigt worden ist in dem Sinne. Oh, ich weiß, was wir vergessen haben. Im Gefängnis. Die haben wir nicht gerettet. Naja, sollte aber trotzdem jetzt. Die sollten trotzdem frei sein. Wenn die Königin normal geworden ist, dann sollten die eigentlich befreit worden sein. Vielen Dank fürs Spielen. Ich sage auch nur vielen Dank fürs Zuschauen. War das das? Ich glaube, es war's. Möchtest du deinen momentanen Speicherstand überschreiben? Dadurch wird deine Reise von vorne beginnen. Mit ein paar Änderungen. Was? Mit ein paar Änderungen? Mit ein paar Änderungen? Welchen Änderungen? Ich fürchte, ich kann dich nicht weiterbringen. Es tut mir leid. Alles, was näher an der Stadt ist, wäre zu gefährlich. Allerdings sollte das kein Problem für eine Priesterin wie dich darstellen. Mit einem Blatt zu kämpfen muss schwer sein. Ja, da ist es rot. Ich glaube daran, dass du den Fluch versiegeln wirst. Er ist immerhin auch in dein Land vorgedrungen, nicht? Für den Moment wäre es das Beste, eine Audienz mit unserem König anzustreben. Ach, wir haben dabei alles. Lol. Als ob. Das ist aber ein kleiner, großer Unterschied. Ach, das heißt, man kann noch mal durch alles durch. Mit all seinen neuen Fähigkeiten. Okay. Krasser Scheiß. Das heißt, du kannst so gesehen... Okay, da haben wir natürlich alles nur normal. Aber wir haben viel zu viel Leben. Warte. Hat er irgendwie... Nee, der hatte... ach, der hatte einfach so ein Pflaster. Wir haben viel zu viel Leben für den Anfang. Lol. Wir gehen einfach nur bis zum Speicherpoint. Also das war also die Änderung.
Das heißt, so kann man sich dann alles Mögliche zusammensammeln und kann wahrscheinlich dann... Ach, das Spiel immer schwerer durchspielen. Ach so. Und das immer lockerer. Muss mich auch schon gar nicht mehr drum kümmern. Okay. Vielleicht doch noch ein kleines bisschen abwarten. Ja. Aber ich würde trotzdem mal sagen, das war's mit Momodora. Ja, wir haben hier alles auch. Zumindest alles, was wir sehen konnten, haben wir gesehen. Fürs Erste. Man kann so noch 100% aufdecken, sicherlich, weil man da ein paar Mal halt noch durchspielt. Wenn es da was gibt, dann werde ich euch informieren, wenn es da noch was für die 100% gibt. Wenn nicht, dann war es das mit dem LP. Ein kleines, schönes, feines LP mit einer wunderschönen K.O. Und ich sag doch mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei einem anderen Projekt. Irgendwann mal. Ciao.